Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Simple Plains. Immer noch unterwegs, immer noch dabei, den Bus aufzubauen, den Gelenkbus, der ja nach meiner aktuellsten Planung eigentlich am besten ein Modellbus werden sollte. Da habe ich tatsächlich Bock drauf. Und ja, er funktioniert im Groben schon mal ganz gut. Ich meine, er bewegt sich, er fährt. Ich werde hier die Federkonstante noch ein bisschen weiter erhöhen. Sogar ein ganzes Stück weiter. Ja, die anderen stehen, glaube ich, auf 50% mit dem einen Gewicht. Genau, dann gehe ich hier mal auf 150%. Warum? Weil hier noch ein weiteres Gewicht draufkommt. Ja. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen, deswegen wird das so gemacht. So. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt mal langsam an, ein bisschen was zu lackieren. Default, wenn ich jetzt mal so ein bisschen durchklicke, dann sehen wir, ja, so ein paar Varianten gibt das hier. Soweit so schön. Aber ich denke mal, wir können eigentlich fast hier auf Default oder auf Custom. Ja, wir können eigentlich fast auf Default bleiben. Mal gucken, ist das hier eventuell ein Mattschwarz? Ist das matt? Ich glaube, das ist mir matt genug. Das ist mir matt genug, um hier den Blasebalg darzustellen. Die Ziehharmonika. So, und diese Verbindung hier, die mache ich jetzt auch einfach mal dunkel, dass sie ein bisschen weniger auffällt, wenn man unterwegs ist. Also, ich kann ja auch einfach gedrückt halten. Das ist sehr angenehm. Ansonsten, hier sollen natürlich noch so ein paar... Jetzt bin ich im Dach. Hier sollen natürlich noch so ein paar Schrägen dran. Hier sollen natürlich noch so ein bisschen Verzierung und Optik und so. Und wisst ihr schon und überhaupt und hast du nicht gesehen. Für den Moment allerdings möchte ich erstmal nur so... Ja, ganz grob so ein paar Grundzüge des Fahrzeugs zusammenstellen. Und ich denke mal, ich könnte mir vorstellen... Ja doch, ich habe ja eigentlich gesagt, im Groben möchte ich das Fahrzeug so lassen, wie es jetzt ist. Da werde ich jetzt hier vorne das... Ausgleichsgewicht noch ein bisschen erhöhen. Und entsprechend auch hier die Federstärke ein bisschen rauf. Dämpfungsrate. Ach, wisst ihr was? Die Dämpfung kann eigentlich auch ein bisschen nach oben. So, hier hinten das gleiche Spiel. Einmal das Gewicht verdoppeln, bitteschön. Einmal, eigentlich kann ich das Gewicht auch hier wieder rein bewegen, ne? So, einmal die Federkonstante hoch, einmal die Dämpfung hoch. So, das ist doch schon mal ein guter erster Schritt. Und hier habe ich sogar noch was vergessen in der letzten Folge. Bin ja mal gespannt, ob das vielleicht sogar in den Kommentaren auftaucht. Hallo, ich würde diesen Block gerne hier reinbauen. Ah, will er nicht. Ich will aber. So. Das war jetzt auch nicht so ganz das, was ich eigentlich vorhatte. Och, komm schon. Manchmal ist Simple Plains tatsächlich gar nicht mal so simpel, wie es den Anschein macht. Manchmal wertet sich halt auch ein bisschen. So. Aber ich das jetzt einfach mal hochprofessionell zu. Ja, ist ja klar. So. Wie gesagt, ich habe mich jetzt umentschieden. Das Ganze wird ein Modellbus. Die habe ich auch vergessen zuzumachen. Was ist denn da los? So, und zwar ein Modellbus in dem Sinne, dass man von außen nicht reinsehen wird. Das war nicht mein ursprünglicher Plan. Aber für diesen Versuch hier ist mir die Funktion dann doch wichtiger. Mit Innenausstattung und so weiter, das können wir gerne mal in einem anderen Anlauf machen. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, einen LKW zu bauen. So einen richtigen Offroad-LKW, so ein Vielachser. So ein... Also Achser-Versicherung, wisst ihr schon? Nee, so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Vierachser oder sowas, könnte ich mir da vorstellen. Mit einer abgedeckten Ladefläche hinten. Wo da vorne die Fahrerkabine so ein bisschen ausgestaltet werden kann. Und hinten in der Blackbox, wo man nicht reingucken kann, sind dann irgendwelche Ausgleichsgewichte noch und sowas. Sowas in der Art könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, und für den Moment... müsste ich eigentlich hier jetzt noch zubauen, ne? Stimmt schon. Das ist jetzt so eine Aufgabe, die braucht ein bisschen Zeit. Außerdem wechsle ich mal gerade ganz kurz das Lied. So ein bisschen was Fröhlicheres auch nochmal bekommen, ne?
So, eigentlich müsste ich ja den Block hier nehmen, weil der schon gefärbt ist. Stimmt das? Ja, das funktioniert sogar. Okay, sehr gut. Dann sparen wir uns wenigstens den Arbeitsschritt hinterher. Das hat ja auch schon was, ne? So, nein. Ich würde sagen, im Groben kann der Bus auch weiß bleiben. Dann machen wir vielleicht noch einen roten Streifen dran. Oder einen roten Kopf drauf. Wie bei Tarindor. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. So, hier auf der anderen Seite müssen wir eigentlich auch noch dicht bauen. Nehmen wir auch mal gerade nochmal das... Hallo? Nochmal das Paint-Tool. So. Und auch hier die Radkästen, dass die hier von der anderen Seite auch so ein bisschen mehr nach was aussehen. Wenn man von außen drauf schaut, dafür können wir die hier von innen schon mal durchlackieren, ne? So, und ich merke gerade, wie ich schon wieder so ein bisschen heiser werde. Ich werde mich gleich wahrscheinlich nochmal muten. Ich werde hoffentlich nicht krank oder so, da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf. Ich mute mich mal gerade ganz kurz, entschuldige mal. So, und wieder da. So, in alter, gewohnter Frische. So, okay, soweit hier schon mal alles lackiert. Ich würde sagen, den Boden, den kann ich eigentlich auch komplett lackieren. Der darf ruhig komplett matt schwarz werden, da habe ich überhaupt nichts gegen. Nur ob ich hier außen den Rand wirklich dann auch matt schwarz lasse, da müssen wir mal schauen. Aber für den Moment. Ich weiß, wird mit Sicherheit nicht der raffinierteste Gelenkbus, auch nicht der detaillierteste, auch nicht der am besten funktionierende. Da gibt es mit Sicherheit einiges, was man sich von der Entwickler-Homepage runterladen kann, was deutlich mehr hermacht. Aber für meinen ersten Versuch auf dem Gebiet hier in Simple Planes habe ich da doch gerade richtig Bock drauf. Was waren das gerade? Simple Planes? Voice Crack? Ja, wie gesagt, ich hoffe, da bahnt sich nichts an. Ich hoffe, das wird alles noch einigermaßen funktionieren. Also ich kann hier auch mit beiden Maustasten, genau. Kann man so ein bisschen auf eine etwas andere Weise bewegen. Finde ich ganz nice, muss ich sagen. Finde ich echt ganz nice. Hier die Gewichte können wir eigentlich auch mal gerade dunkel färben. Warum eigentlich nicht? Die Position von diesem Cockpit hier. Ich glaube, da habe ich gerade eine Idee. Was haltet ihr denn mal davon? Hat sich das Ding auch so ein bisschen mitbewegt. Dass die Kamera sich auch so ein bisschen mitbewegt während der Fahrt. Das könnte doch vielleicht was hermachen. Und wenn nicht, dann müssen wir das Cockpit halt nochmal versetzen. Dann wäre es halt so. So, genau, hier kann man jetzt schon mal kaum noch durchsehen. Hier muss ich natürlich hinterher noch zubauen. Klar, das kommt alles noch. Zubauen werde ich jetzt aber erstmal hier. Womit hat sich das denn jetzt verbunden? Was ist das für ein Schloss? Also, nee. Nein, da sollst du hin. So. Ja, auch ein Simple Plane. So schön der Begriff Simple da auch drin stecken mag, hat seine Eigenheiten, auf die man mitunter schon mal achten muss. Also jetzt komm schon. So. Weil ich hinterher ein bisschen schlecht drankommen werde, baue ich hier jetzt auch schon mal einen Block höher das Ganze. Genau, hier muss ein bisschen Platz bleiben für die Lenkung. Und hier muss eigentlich auch ein bisschen Platz bleiben. Das war doof. Huch. Was soll das denn jetzt? Ach so, weil hier das Cockpit dran ist, habe ich hier gerade... Ja, nee, das wollte ich so nicht. Dann kommt das... Ernsthaft. Ernsthaft Simple Planes. So, das Cockpit kommt jetzt erstmal hier drauf. So. Jetzt kann ich das Gewicht hier ein bisschen versetzen. So machen wir das. Ja, dann kann das Gewicht hier wieder dran. Und dann müsste ich jetzt diese Wand hier noch einen Block weit versetzen. Ja, sorry Leute, aber das bleibt jetzt nicht aus. Da müssen wir durch. Weil nämlich das Gelenk hier, also der Blasebalg...
wenn man über Buckel fährt, sich eigentlich hier reinbewegen können müsste. Und das jetzt gerade halt offensichtlich nicht kann. Und das kann ja so nicht bleiben, ne? Das ist ja, das wäre ja am Ziel vorbei. Wie früher in der Schule, ne? An der Aufgabe vorbei. Was habe ich hier jetzt? Ist das der richtige Block? Sieht, glaube ich, gut aus. Kommt der jetzt hier zwischen, so. Den Rest, den müsste ich jetzt eigentlich ganz einfach versetzen können. Jawohl. Super. Super. Das sieht doch richtig schon nach Funktion aus, oder nicht, oder wie, oder was? Hallo? Eigentlich wollte ich hier das Farbtool haben. So, bitte, dankeschön. Hier von der anderen Seite genauso. Und hier auch. Dass das hier einigermaßen dicht ist. Bin mir nicht sicher, aber... Ja doch, komm. Das Dach kann eigentlich schon mal drauf. Okay, das stimmt so nicht. Dieses Dach gehört eigentlich genau hier drauf. Warum will das jetzt nicht? Warum will das hier nicht hin? Ich habe mir das doch extra von diesem einen Block ganz da hinten. Das ist doch eigentlich prima hier drauf passen. Ach so, nee, das ist ja eigentlich auch Schluss. Dann wird der Bus jetzt einen Block höher, als er war. Obwohl, das sieht vielleicht auch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Oder? Geht das so? Kann man das so bringen? So von der Höhe her? Denke schon, oder? Okay, das hier will jetzt auch irgendwie überhaupt nicht. Dann nehmen wir von der anderen Seite. Hier drauf. So, und dann müsste ich das Gelenk eigentlich auch noch einen Block höher bauen können, oder? Müsste doch gehen. So, da hinten hätte ich den Block gerne. Da hinten. Ja, soll mir auch recht sein. Vielleicht kriegen wir das Ganze so hier einigermaßen reingewurstelt. Auch nicht. Ja, sag mal. Da dran sollst du. Da dran. Das ist ja wohl... Sieht aus wie so ein Eiterpustel hier an der Decke oder was. Na, ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt noch einen. Genau so, ja, ja. Nein. Oh, jetzt komm schon. Nein. Kann man noch ein bisschen weiter gehen? Da hinten drauf soll der, Mensch. Das ist ja... Ach, das... Gnarf, das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein. Hier, komm, weiter drauf gezoomt. Komm, viele, viele Möglichkeiten bleiben doch jetzt gar nicht mehr. So viele Möglichkeiten haben wir doch jetzt gar nicht mehr, wo dieser scheiß Block hin kann. Sag mal. Das ist doch ein Scherz. Also komm. Ey, das gibt es doch nicht. Okay, Leute. Nehmen wir dieses Stück des Daches jetzt einfach nochmal weg. Ach Mensch, das kann doch nicht wahr, Steiner. Achso, da hinten hängt er noch. Na gut, dann nehme ich den jetzt auch noch weg. Der hier ist genauso Stuss. Der hier eben. Der hier ebenso. So. Mensch. Wie schwer kann das sein, hier irgendwas reinzubauen? Also wenn jemand dafür einen Tipp hat, da wäre ich auf jeden Fall dankbar drum. So, jetzt das ganze Stück hier wieder draufbauen. Hier wieder draufbauen. Warum geht das denn schon wieder nicht mehr? Also, weißt du, ne? Ach Gott. So, von dem Block da hinten aus möchte ich das jetzt hier dran...
Ja, genau so. Ganz genau so. Warum? Ja? Ja! Ja, hat er. Hat er gemacht. Hat er gemacht. So, das Schweizer Käsedach jetzt auch mal wieder auffüllen. Mein Gott, was eine Geburt. Die mir gerade nochmal bevorsteht. Nee, kommt tatsächlich nicht ein. Reiß ich es lieber so gerade ab. So. Und jetzt möchte ich das bitte hier drauf. Da drauf. Ja, komm, das ist doch schon fast richtig. Das ist doch fast richtig. Jetzt. Sag mal. Hallo? Hallo, Dach? Dach und Sachgeschichten. Dach und Lachgeschichten. Ja, das gibt doch nicht. Also komm schon. Ah ja, fast. Okay, also die Blöcke sind hier. Stuss. Die können weg, die können alle weg. Auch jetzt. Also sag mal. Also wie gesagt, wenn jemand für diese Probleme eine patente Lösung hat, dann bitte her damit. Da würde ich mich freuen. Da fällt da gerade noch was auf, was ich eigentlich mal gerade machen könnte. Nämlich hier innen drin. Und jetzt auch noch so ein bisschen lackieren. Und hier genauso. Wie ich das nämlich vergesse. Naja, gut, Ding will eben Weile haben. So. Damit das hier drin alles nicht ganz so halbfertig aussieht, sprühe ich hier eben auch noch über die paar Blöcke drüber. So. Ja, das kann man doch so stehen lassen, ne? Das geht doch langsam wirklich in eine brauchbare Richtung. So, dann wollte ich hier vorne das Dach nochmal ein bisschen erweitern. Genau, da war ja was. Hä? Ernsthaft? Wir sind ja da jetzt reingekommen. So. Jetzt hier noch ein bisschen ergänzen. Ich hoffe gerade so sehr, dass alles funktioniert. So, jetzt ist ja schon mal alles zugebaut, was zugebaut sein soll. Das ist schon mal ein guter Anfang, ne? Was ist das für eine Farbe? So wollte ich das. Und so. Na, dann machen wir jetzt mal gerade noch eine Probefahrt. Bevor ich jetzt irgendwas weitermache, Probefahrt. Nur mal schauen, ob das alles so einigermaßen hingeht. Okay, wirkt fast ein wenig zerfressen, der Bus. Mittlere Achse kann, glaube ich, noch ein bisschen weicher oder vorne und hinten fester. Oder vorne und hinten. Noch ein bisschen nach unten versetzen. Das wäre auch noch eine Option, ne? Ist das Dach jetzt zu hoch? Naja, sagt ihr mir mal, was ihr davon haltet. Ist das Dach zu hoch oder nicht? Was er springt? Warum? Okay, vielleicht ist die Dämpfung jetzt doch zu hoch eingestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, das könnte sein. Zumindest hier das mittlere Gewicht. Das braucht ein bisschen mehr Spiel. So. Dann würde ich hier ganz gerne noch... Muss ich gerade überlegen, der hing hier auf der Mitte zu sehr durch, oder?
So, habe mich gerade noch mal kurz gemutet. Nee, der hing vorne und hinten zu sehr durch. Besonders hinten. Vorne geht eigentlich, hinten hängt er zu sehr durch. Okay, dann würde ich sagen, hier hinten jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damit sind wir da jetzt 25 Punkte nach unten schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal gucken, ob das jetzt bringt. Mal gucken, ob es das jetzt... Ja. Das gefällt mir doch eigentlich schon ganz gut. Dann gebe ich jetzt dem Motor hier noch ein bisschen mehr Dampf. 400 PS hat er im Moment. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf 500 hoch, oder? Oder komm, machen wir 550. Sind wir mal ganz verrückt heute, machen wir 550 PS. Ja, und damit hätten wir das jetzt eigentlich auch schon. Ja doch, ich denke, das kann ich so stehen lassen. Und nächste Folge sehen wir dann zu, dass das Ganze noch so ein bisschen mehr Optik bekommt. Bis dahin hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kerge.